im Hintergrund aktuell die Stadt Minneapolis zu sehen. Also nicht nur ländliches von dieser Stelle. Im Gegenteil, ich schwenke mal einmal rüber. Hinter mir der Highway, der dann in die Interstate führt und dann, naja, in die Landschaften hinaus. Also durchaus hier viel los. Mehrere Spuren hier und eben gerade, das hat sich jetzt gerade aufgelöst, war es hier noch sehr, sehr zäh fließend. Also, naja, jetzt fließt es mal wieder, ein bisschen höhere Geschwindigkeit. Und das könnte auch noch Thema an den Märkten sein, denn, naja, wird es noch ein bisschen zäh fließen bleiben oder wird es schnell weitergehen? Wird die Bewegung nach unten jetzt sich vielleicht fortsetzen? Naja, wir werden das aktuell noch sehen müssen. Aktuell oder vor wenigen Minuten war die Bewegung ja noch relativ harmlos, was wir da hatten. Generell kann man sagen, der US-Dollar hat an Stärke gewonnen. Das ist auf jeden Fall mal einsehbar. Denn gegen den Euro beispielsweise, gegen Gold und Silber, also die Rohstoffe, mit Ausnahme von Crude Oil, ist der Preis eigentlich immer nach unten gegangen. Klar, warum? Weil man natürlich mehr bekommt für seinen Dollar. Und auch der Dow Jones hat ja in der letzten Zeit fest Bewegungen nach unten gemacht. Das heißt, man bekommt einfach mehr Aktien für den gleichen Preis. Es wird halt alles ein bisschen billiger, wenn die Währung fester wird. Das könnte sich durchaus noch fortsetzen, denn die Bewegung, die wir hatten, ist in eigentlich den meisten dieser Märkte, die ich gerade angesprochen habe, eher nach unten unterwegs. Und dementsprechend hat man eigentlich die besten Voraussetzungen, dass sich dieser Trend noch mal fortsetzt. Wir werden sehen müssen, ob es noch mal eine, naja, sagen wir mal, Korrekturphase da gibt, dass der Markt noch mal ein bisschen dagegen ist. Das wären für mich immer wunderschöne Einstiegsszenarien, um in den Markt mal reinzukommen. Ob das der Fall sein wird, ob wir das noch sehen werden, naja, das ist natürlich immer ein bisschen abzuwarten. Wir mal gucken, ob der heutige Nachmittag aus Ihrer Sicht, denn hier ist es aktuell noch mehr oder weniger früh am Morgen, die Börse hat gerade eröffnet, dann werden wir das erst noch mal sehen müssen. Naja gut, in dieser Stelle, viel mehr kann ich an dieser Stelle auch nicht mehr sagen. Lesen Sie sich den Trade des Tages durch. Wie immer sollte das die eine oder andere Anregung für Sie bieten. Wenn Sie wollen, versuchen Sie es zu kopieren, machen Sie es genauso oder wandeln Sie es ab oder nehmen nur die Methodik für sich auf und machen das an eigenen Märkten, auf anderen Zeitebenen, wenn Sie denn mögen. Aber nutzen Sie es, es ist kostenfrei. Sie sollten es auf jeden Fall mal angucken. So, von dieser Stelle aus bleibt mir nicht viel mehr zu sagen. Es ist ziemlich laut. Sie können es erahnen hier bei dem Verkehr, der da im Hintergrund ist. Ihnen alles Gute, toi toi toi, viel Erfolg an den Märkten. Und dann freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin alles Gute.